Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video. Es gibt ja diese weltweite Frage, warum überquerte das Huhn die Straße? Dieses Warum, das kann ich nicht klären, aber ich kann vielleicht erklären oder aufzeigen, wie das Huhn das gemacht haben könnte. Und ich habe keinen Huhn zur Hand, aber ich habe einen kleinen Hund, der will mir helfen. Ja, ich bin ein Hund. Hund. Ihr versteht Hund. Ja, Sie haben es verstanden. Hallo, was geht ab? Ich bin wieder dabei. Hallo. Jedenfalls, Pitti hilft mir dabei, Möglichkeiten rauszufinden, wie man über die Straße kommt. Ich habe da hinten schon mal eine Straße aufgebaut und ich werde es hier euch auch, du musst mal rübergehen, dann können die Leute das sehen. Jetzt kannst du es sehen. Okay, also hier werde ich jetzt einblenden, wie die Straße aussieht. Was soll denn das da? Du kannst es nicht sehen, weil es eingeblendet ist. Nur mal so, das funktioniert nicht. Also das haben wir schon mal geklärt. Aber da sind Haie drin. Nein, da sind ja auch Polizeikrokodile drin. Also du bist nicht alleine. Aber was soll denn das? Und da hinten steht sogar noch ein anderer Hai, der ist undercover. Der würde dich schon beschützen. Außerdem ist der Fokus nicht gesetzt. Das ist ja lustig. Ah, jetzt funktioniert er. Alles gut, wir machen weiter. Wir machen weiter. Genau. Wir werden kurz vorher mal uns überlegen, wie wir das machen. Also das heißt, wir werden kurz malen. Du, geh in sichere Entfernung, ich habe einen Stift in der Hand. Wir haben eine Straße. Zack, zack. So, das reicht schon. Was würdest du sagen? Wie probieren wir es zuerst? Ich würde sagen, was machen wir zuerst? Ich will rüberspringen. Rüberspringen, okay. Das heißt, wir brauchen eine Chance. Was hätten wir? Ein RC-Auto hätten wir da oder... Guck mal, wir könnten auch eine Kurve hier ran machen. Wir machen eine Karrierebahn. Ich schneide dich auf ein Karriereauto rauf. Okay, bin dabei. Auf ein Karriereauto. Yeah! Also, das heißt, Pitti wird auf ein Auto draufgesetzt. Zack, zack, zack und ein Öhrchen. Und dann fliegt Pitti mit einem Auto über die Straße. Die geht irgendwie so lang. Es ist eine doofe Straße. Es ging ja nur das symbolisch zu erklären, wie man was machen könnte. Wir sind halbwegs vorbereitet. Wir wussten, dass wir was wir machen. Es wird jetzt drei Möglichkeiten geben. Das ist Möglichkeit 1, die werden wir gleich ausprobieren. Ich habe Pitti gefragt, ob Pitti einen Stuntman haben will oder einen Stunt-Double. Wäre eine Möglichkeit, hätte ich alles da. Pitti hat gesagt, nein, er macht seine Stunts selber. Ich habe gesagt, nein, ich mache meinen Stunt selber. Das habe ich doch gerade gesagt. Ich wollte es auch sagen. Okay. Deswegen habe ich einen kleinen Helm gebaut für Pitti. Der ist so lustig. Ah, das ist. Ich feiere diesen Helm. Mittlerweile ist er sogar trocken. Na, das hoffe ich doch. So. Pitti hat einen kleinen Sturzhelm. Also Pitti kann nichts passieren. Also deswegen macht diese Tricks nicht nach und wenn, dann schützt euch richtig. Ich finde es super. Ich fühle mich auch total sicher. Warte. Ja, er ist super. Okay. Kann ich den Hammer holen? Nein, du holst nicht den Hammer. Guti, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder beim Stuntman. Also bei der Karrierebahn. Wir müssen jetzt erst aufbauen. Ja, wir müssen jetzt erst aufbauen. Karrierebahn. Müssen die eigentlich. So, alles ist aufgebaut. Und wir fragen nochmal, Pitti, ist bei dir in Ordnung? Bist du soweit? Ich bin soweit. Okay. Ja, das ist ein dummer und lustiger Test. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe die Kontrolle. Hör darauf. Okay, kannst du losgehen? Ja. Erster Versuch, mal gucken. Okay, so hat ein Huhn nicht die Straße überquert. Wir machen noch einen Test, oder? Ja, machen wir. Okay, fertig? Ja. Okay, ich glaube, der Helm ist zu schwer. Willst du das mal ohne Helm probieren? Ich probiere das. Ja, klar, das versteht sich von selbst. Ja. Ich bin mutig. Okay, auf eigene Verantwortung. Außerdem ist ja da hinten Wasser, ne? Ja, Wasser mit Krokodile. Ah, der Helm ist cool. Ja, auf jeden Fall. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Na, zumindest kann man ein bisschen rüber, ne? Ja. Wie kann man die Geschwindigkeit erhöhen? Zwei Autos? Nee. Ich glaube auch nicht. Anderes Auto, zweiter Test. Dritter Test. Ich habe keine Ahnung. Los geht's. Gib das. Doch mit Helm. Ich weiß nicht. Das mit der Karrierebahn hat nicht wirklich geklappt, aber ich hatte ja noch so eine kleine Wippe und wir schießen bitte einfach rüber. Ja, ich bin mutig. Genau. Wow. Komm, gleich nochmal und $4. Dollar? Das habe ich auch noch nie gehört. Das kann überraschen. Das ist drüben. Ja. Ist dir auch so schwindelig? Ja. Alles dran? Ja, dann okay. Ab zum Tisch? Ja, bin dabei. So, das war ja wohl nix, oder? Nicht wirklich. Also ich würde sagen, wir probieren was anderes. Ja. Wisst ihr übrigens, wer mit einem permanenten Marker da drauf geschrieben hat? Es tut gar nichts zur Sache. Das kriege ich wieder ab. Alles gut.
Überall liegen Whiteboard-Marker und ich schnapp mir den einzigen. Zumindest können wir jetzt sagen, das bleibt die Straße. Ja, das geht auch nicht anders. Ach, was du nicht sagst. Los geht's. Los geht's. Also, das hat gar nicht geklappt. Das ist auch gar nicht so weiter schlimm. Wo ist eigentlich der andere Stift? Hab ihn gefunden. Also, was könnten wir noch machen? Ich habe überlegt, als wir dich da versucht haben, rüber zu schießen, wenn wir in Helikopter, dein Helm geht auseinander. Warte, ich klebe das jetzt mal weiter weg. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Wenn ich, also, du musst ja quasi darüber, das bist du. Warte, so. Erkennt man voll, oder? Nee. Aha. So. Ist der Stift alle? Nein, der Stift ist noch super. So. Da, Auge, das bist du. Oh ja. Ich habe überlegt, wir nehmen Helikopter. Helikopter? Ich habe da so ein RC-Ding. Das heißt, whoop. So, komm, das ist ein super Helikopter. Ja, das erkenne ich. Blöderweise bist du wahrscheinlich zu schwer. Hey. Ich wollte ja nur mal erwähnen. Aber wir könnten so machen, dass der Helikopter weiter vorne steht, mit einem Band verbunden ist und er startet einfach mit richtig viel Schwung und dann müsste er dich in dem Moment quasi so rüberziehen. Also du pendelst dann wahrscheinlich rüber. Das probieren wir. Das würde ich nämlich auch sagen. Das müsste klappen, oder? Ich denke schon. Der müsste genug Schwung haben, damit du rüber. Das machen wir. Ja, genau. Dann auf zu Runde 2. Auf zu Runde 2. Wir sind gleich wieder da. Helikoptertest ohne Helm, weil Pity vielleicht zu schwer ist. Hey. Mal gucken. Und mal gucken, was ich mir alles kaputt mache. Hör darauf. Stopp. Au, 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 au. Au, au, au. Bist du bereit? Ja, bin bereit. So, nicht gleich nach vorne. Stopp. Okay, das Band ist auch abgegangen. Ich mach mal einen Flugtest. Ja. Nicht zu mir. Ja. Das war knapp am Hals. Er hat das Band gefunden. Ich glaube, der wollte mich umbringen. Ein Stück Garn hat sich sehr, sehr doll mit dem Motor rumgewickelt. Deswegen, wir probieren es jetzt nochmal. Allerdings werde ich versuchen, den Hubschrauber gleich in Richtung Schrank zu lenken. Das heißt, ich werde auf jeden Fall runter irgendwo gegenkacheln. Das wird, halte dich fest. Fertig? Ja. Ich starte jetzt. Okay. Es geht los. Familie ist aus, warte. Okay. Geht nicht los. Okay, fertig? Ja, bin fertig. Ich mache meine Lampe aus. Okay. Ja, ist aus. Hör doch auf. Was geht denn da ab? Ich sehe nichts. Geht ja nicht aus. Es hat ja super geklappt. Ja. Wenn du die Chance hast, lass los. Ja, das ist toll. Ich positioniere mal ein bisschen. Ich glaube, mit Helm wäre besser. Fertig? Ja, okay, fertig. Okay, Plan B. Ja, Plan B klingt gut. Plan B ist eine viel längere Schnur. Das heißt, wir versuchen erstmal in Höhe zu gewinnen und dann ziehen wir Pity rüber. Bist du soweit? Ja, bin fertig. Okay. Aus. Jetzt geht aus. Wieso bist du zu schwer? Hey. Selber zu schwer. Fertig. Ja, okay. Bin fertig. Specki. Geht doch aus. Au. Oh, nicht schon wieder. Ich glaube, dein Fernseher ist im Arsch. Au, ich weiß nicht. Abbruch. Okay, ich würde sagen, das klappt nicht, okay? Okay. So, nachdem wir meinen Schrankwand, meinen Monitor und die so ein bisschen beschmiert und demoliert haben, würde ich sagen, es hat nicht geklappt, oder? Nein, es hat nicht geklappt. Mach das nicht zu Hause nach. Ich glaube, als der Akku voll war, hat bei dem ersten Versuch ging es am besten. Wir machen das nicht nochmal. Okay. Also du bist der Meinung, wir streichen es, oder? Warte, ist ein Whiteboard? Ist doch egal. Okay, gut. Das hat nicht geklappt. Hast du eine Idee für eine dritte Möglichkeit? Hast du Sprengstoff? Ich habe keinen Sprengstoff. Ich werde jetzt auch keinen Sprengstoff besorgen. Irgendwie eine andere Idee? Ich überlege noch. Nein, du?
Nicht wirklich. Hast du einen Luftballon? Ja, und? Das heißt, du legst den Luftballon hin, machst ihn kaputt und ich springe in die Luft. Also das ein Luftballon wird vermutlich nicht, die entwickelt noch nicht so viel Explosionskraft, dass du darüber fliegst. Die platzen noch bloß und du fällst runter. Meinst du? Ich habe keine Ahnung. Ja, probieren wir es aus oder ich könnte eine Luftpumpe ranmachen und dann pumpe ich den auf, bis der platzt. Wir knallen. Das machen wir in ASMR, oder? Ja, genau, das machen wir. Ja, na klar, das machen wir. Okay, dann sehen wir uns jetzt beim Versuchaufbau wieder, oder? Pitti! Ich bin schon drüben. Ich bin jetzt mal ein bisschen weiter weg von der Kamera. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Bin ich ungefähr im Bild? Also, Luftpumpe, Luftballon, Pitti. Das bin ich. Warte, du musst. Okay, das wird nie im Leben bleiben. Warte, ich will. Okay, also mit einmal könnte es wahrscheinlich funktionieren, dass der platzt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich drücke hier, ich drück einfach los. Na dann los. Warte, aber mit voller Pulle runter. Sicher, dass du das Ding unterm Arsch bist. Ich überleg noch. Okay, fertig? Yep. Okay. Okay, das hat nicht geklappt. Ach nee. Danke. Ist das eigentlich die dümmste Idee, die wir bisher hatten, oder? Ich glaube ja. Ich auch nicht. Fertig? Ja. Das klappt nicht. Er wird auch niemals so viel Sprengstoff haben, dass der. Ich lieg noch. Hallo. Hallo? Okay. So, wie groß kann dieses Ding werden? Das ist klar. Autsch. Nein, hier ist nichts weggeflogen. Okay, nee, also das klappt nicht. Warte, warte, warte. Warte, komm, Fragen? komm. Okay, jetzt wird's komisch. Ja, wir finden das komisch. Okay, bin fertig. Das klappt nicht. Ich finde, das gilt. Yep. Okay, ich würde sagen, nachdem wir herausgefunden haben, wie es nicht geht, hast du noch einen Plan? Ich glaube, das war genug. Ja, das denke ich auch. Und die ganzen nebenbei erwähnt. Überall in meinem Raum liegt jetzt so ein Zeug verstreut. Wie der Luftballon, der muss ich ja. Schade, dass ich keinen Zeitraffer davon habe. Das wäre vielleicht auch eine Idee gewesen, oder? Das machen wir auch mal. Ja, so ein bisschen Zeitraffer-Videos. Das ist bestimmt mal interessant. Okay. Das war ein bisschen Rumblödel mit Pitti und hast du dich verletzt? Ich glaube, mir geht's gut. Ist alles dran? Ich denke ja. Aber mutiger Einsatz. Leute, tragt einen Helm, wenn ihr sowas macht. Ja, tragt einen Helm, das ist furchtbar wichtig. Oder seid so weich wie ich. Genau. Bringt euer Stofftier nicht in unnötige Gefahr. Hast du dir wehgetan? Ich habe ganz oft in den Rotor. Nee, ich habe immer auf die Austaste gedrückt vom Helikopter. Der ging einfach nicht aus. Ne? Der hat immer noch rotiert, rotiert, rotiert. Also, was sieht da aus? Die PlayStation 3, die hat kratzt wahrscheinlich auch ohne Ende. Den Monitor, mal gucken, ob ich den noch irgendwie. Es war klar, dass irgendwas schief geht, oder? Das war's. Ich bin unscharf. Ja, warte, warte. Jetzt bist du scharf. Tschüss, die Leute. Mir hat's Spaß gemacht. So ein bisschen nebenbei. Hallo. So ein bisschen nebenbei. Okay, das war das Pity mit Vi das Pity mit Video. Das Pity mit Video, ja, und ich war auch dabei. Ja, und Pity war auch dabei. Also, falls ihr noch lustige Ideen habt, wie man einen Huhn und oder einen Hund über die Straße bringt, schreibt mir mal, vielleicht probieren wir es aus. Veto. Nein, nicht Veto. Pity ist voll dabei, oder? Komm. Für lustige Ideen? Ja, okay. Für lustige Ideen bin ich dabei. Okay. Dann werden wir mal sehen, wie Pitti beim nächsten Mal vielleicht mal wieder über die Straße geht. Wenn wir gute Ideen haben, dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein Video, oder? Also mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Wir kaufen uns einen größeren Helikopter. Vito, 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 Vito. Ciao, ciao, macht's gut. Hab euch lieb. Hab euch auch lieb.